In der turbulenten Unterhaltungswelt werden Liebesgeschichten von Stars oft zu heißen Themen in den Medien. Eines der berühmtesten Paare, Beatrice Egli und Florian Silbereisen, hat sich nach langer Zeit der Zweisamkeit getrennt. Das Besondere ist jedoch, dass sich Beatrice Egli nach dem Ende dieser Liebesbeziehung ganz besonders bei Florian Silbereisen bedankte. Die Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen ist nicht nur eine Liebesgeschichte zweier berühmter Persönlichkeiten, sondern auch eine Reise voller Emotionen, Höhen und Tiefen und Lernen. In einem aktuellen Interview teilte Beatrice Egli ihre Gefühle über die Beziehung und dankte Florian Silbereisen dafür, dass er sie die ganze Zeit begleitet hat. Was Beatrice Egli besonders schätzt, ist die Unterstützung und Konsensbereitschaft von Florian Silbereisen während der gemeinsamen Zeit. Beide haben viele Herausforderungen erlebt, vom Arbeitsdruck bis zur Aufmerksamkeit der Medien. Beatrice Egli erzählte, dass Florian immer an seiner Seite stand und jeden Moment bedeutungsvoller machte. Obwohl ihre Liebesbeziehung endete, verbarg Beatrice Egli ihre Dankbarkeit nicht. Sie sagte, dass Florian Silbereisen nicht nur ein Liebhaber, sondern auch ein vertrauenswürdiger Begleiter sei. Das Verständnis und der Respekt zwischen ihnen hielten nicht nur ihre Beziehung trotz der Trennung aufrecht, sondern pflegten auch eine besondere Freundschaft. Der Dank von Beatrice Egli gilt nicht nur Florian, sondern auch den Fans, die sie stets unterstützt haben. Sie sagte, dass diese Unterstützung eine großartige Quelle der Ermutigung sei, die ihr dabei geholfen habe, die schwierigsten Zeiten in ihrem Leben und ihrer Karriere als Künstlerin zu überwinden. Abschließend betonte Beatrice Egli, dass ihre Liebesbeziehung zwar endete, die Erinnerungen und Lektionen sie jedoch stärker und reifer machten. Sie wünscht sich, dass beide weiterhin ihre eigenen Wege gehen und unabhängig voneinander Glück und Erfolg finden können. Während sie sich bei Florian Silbereisen bedankte, teilte Beatrice Egli dem Publikum einen eher privaten Teil ihrer Geschichte mit. Dies gibt den Fans nicht nur ein besseres Verständnis für das Privatleben der Künstler, sondern bringt auch Aufrichtigkeit und Respekt bei der Beendigung einer Beziehung mit sich. Auch wenn sich das Privatleben von Beatrice Egli und Florian Silbereisen im Wandel befindet, engagieren sich beide mit Leidenschaft für die Fortführung ihrer künstlerischen Arbeit. Beatrice Egli sagte, die Beziehung habe ihr geholfen, über sich selbst nachzudenken und ihre persönlichen Träume und Ziele neu zu gestalten. Sie beschloss, ihren Glauben an die Liebe und das Leben nicht durch emotionale Ereignisse irgendwelche Werte hernimmt und die Studierenden dann mit diesen Werten bestimmte Dinge berechnen lässt, sondern dass man beispielsweise die Werte so wählt, dass man bestimmte Strukturen beim Lösen der Aufgaben sieht. Intelligentes Üben kann auch bedeuten, dass man passgenaue Übungsaufträge gibt. Also man merkt im Tutorium, dass eine Unklarheit existiert und jetzt kann man die Unklarheit einfach auflösen, dadurch, dass man es erklärt. Oder man gibt den Studierenden eine Übungsaufgabe, die genau auf dieses Verständnisproblem abzielt und die Studierenden dadurch, dass sie genau diese passgenaue Übungsaufgabe bearbeiten, dieses Verständnisproblem für sich lösen können. Individuelles Fördern. Das bedeutet, dass man im Tutorium auch auf die einzelnen Studierenden eingeht und versucht zu verstehen, wo ist jetzt das individuelle Problem, um dann auch individuelle Hilfen anzubieten. Lernförderliches Klima. Das bedeutet natürlich, dass man beispielsweise kein angsterfülltes Klima oder so im Tutorium schafft. Ja, die Studierenden müssen mit positiven Emotionen rein.